Ja, hallo, ich grüße euch. Ich hatte heute irgendwie Lust, was zu basteln und zu sägen und zu bohren. Und ja, da fiel mir da so ein Video ein, wo die Frau Kohl, die Anja Kohl, diese Börsennachrichtensprecherin, beim Krömer zu Gast ist und da hat die so einen komischen, so ein Holzpuzzle, wo man irgendwie so ein Kreuz mit zusammenstecken kann, so ein Doppelkreuz. Ist das hier ein Pluszeichen? Sieht man das? Ja, plus. Positiv. So in 3D. Und dann irgendwie kam mir dann die Idee oder die Lust, einfach mal was auszuprobieren hier, nämlich gerade den ATS 25 X1. Und ich habe ja schon mal aus Schweißdraht hier so ganz einfach, ne, 2 mal 1 Meter mit Lüsterklemme, ne, und dann ist das halt eine Antenne. Das geht schon auch. Und jetzt habe ich das aber so über Kreuz, ne. Und das geht ja einmal senkrecht, einen halben Meter nach oben und einen halben Meter nach unten, halben Meter nach rechts, halben Meter nach links. Und dann ist es aber so verbunden, dass einmal ein senkrechter und ein waagerechter zusammengelötet sind. Die dürfen sich natürlich in der Mitte nicht berühren in dem Holzklotz, ne? Und da auch nochmal. Und dann greife ich halt jeweils mit so einer Krokodilklemme, das ist ja so ein Messkabel, ne, mit BNC-Anschluss, greife ich das dann als Antenne ab. Und dann geht das hier rein, das ist jetzt diese mit dem Doppelkreuz oder mit dem Kreuz in dem Fall, ist ja nur ein einfaches Kreuz. Das ist die mit 2 mal 1 Meter Draht senkrecht, damit sie jetzt nicht so richtungsempfindlich ist. Ja, und da habe ich jetzt erstaunlicherweise festgestellt, dass die mit der Kreuzantenne liefert ein stärkeres Signal, obwohl die Drahtlänge ja gleich ist. Es sind ja 2 mal 1 Meter, es sind ja 2 Meter insgesamt, ne? Und die Position, ich habe auch die Position der senkrechten 2-Meter-Antenne auch verändert, das ist kein Unterschied. Und ich habe aber hier, 15:30 Uhr die wenn ich Nachricht. jetzt umschalte Das auf UNO-Umweltprogramm die senkrechte UNEP warnt angesichts der 2-Meter-Antenne, gegenwärtigen Klimaschutzzusagen dann habe vor ich so einer Erderwärmung Störungen, um ne? bis zu 2,9 Grad. Das ist das So nicht. Ergebnis Und des das Signal ist auch Jahresberichts, den das UNEP stärker dann, heute ne? im Das ist die kenianischen Nairobi Kreuzantenne. vorgestellt hat. Darin wird die Das ist Lücke wieder die zwischen dem senkrechte absehbaren Ausstoß Kreuz. klimaschädlicher Treibhausgase und der für Und das dann habe ich 1,5 auch Grad-Ziel noch, erforderlichen das Anstrengungen Deutschlandfunk gibt beziffert. es auch noch auf einer anderen Im Frequenz hier, letztjährigen auf Bericht war von einer Erwärmung 94. von bis zu 2,8 Das Grad lässt bis sich aber zum nicht Jahr so gut 2100 empfangen. im Vergleich zur Aber vorindustriellen mit der Zeit aufgenommen worden. Kreuzantenne Die Welt erlebe eine ist es verstörende gut. Beschleunigung der übertroffenen Und mit der Klimarekorde, senkrechten erklärte das UNEP. Dennoch ist das bleibe die Signal Menschheit schlechter und auch Treibhausgase im gestört. Rekordausmaß in die Erdatmosphäre. Der UNEP-Bericht soll in die Beratungen der So, UNO-Klimakonferenz einfließen, Kreuzantenne. die am 30. Ja, und jetzt gehen November wir in mal in die Dubai beginnt. Kurzwelle, ne? Da habe ich dann auch noch die In MLA-30 einem der dran. größten Mafia-Prozesse in Die Italien. ist natürlich jetzt für UKW nicht zu gebrauchen. Da ist die U-Loop wieder sehr gut. Das ist eigentlich, finde ich, Im die Süden des Landes beste verhängte Haftstrafen von Universalantenne, die ich einigen euch Monaten kürzlich bis zu vorgestellt hatte. 30 Jahren. Schuldig gesprochen wurden neben Anführern und Mitgliedern Senkrechte, der Kreuz. kanarischen. So, jetzt sind wir hier auf Kurzwelle, ne? 15.550 Kilohertz. Das ist jetzt die Kreuzantenne. Jetzt schalte ich auf die senkrechte, 2 Meter. Schlechter, ne? Rauscht. Und das ist die MLA-30. Kann ich natürlich noch drehen. So ungefähr, ne? Nord-Süd. So. Das ist jetzt die Kreuz. Auch nicht schlecht, ne? Lustig.
Senkrechte bringt's nicht. Also die Kontakte habe ich auch überprüft, das ist hier von dem, das ist alles okay. MLA 30, Kreuz. Als Innenraumantenne, wie lustig. So, hier haben wir einen anderen Sender, 15.590. Filterbreite ist übrigens 4 Kilohertz. Das ist eigentlich ganz okay. Ja, das ist jetzt die Kreuzantenne, ne? Jetzt kommt die senkrechte und das ist die MLA 30. Ich drehe die aber nochmal. Ist wieder Nord-Süd, ist eigentlich. So, ne? Besser wird's nicht. So, und dann jetzt die Kreuz. Hier geht er bis maximal 7 und hier bis 6. So, hier haben wir jetzt mal einen auf 17.790. Das ist ja auch für diese Uhrzeit hier nachmittags um 3:45 eine sehr gute Frequenz. Das ist jetzt die Kreuz, ne? Die senkrechte und das ist die MLA 30. Nochmal drehen. In dem Fall ist es so etwas besser. Hier kommt so ein grüner Balken, also Ost-West. Kreuz, die senkrechte, ja, das ist ein starker Sender. Ne? So, hier ist mal ein schwacher Sender auf 9410, das ist jetzt die Kreuz, dann die senkrechte, da ist nichts und das ist die MLA 30. Ja, besser wird's nicht. Da ist die MLA 30 jetzt doch deutlicher im Vorteil. Das ist die senkrechte. Kreuz. MLA 30. So, hier haben wir auch noch mal einen etwas schwächeren Sender. Klingt wie ein Chinese. Das, ja, auf MLA 30 zumindest kann man was hören. Oder vielleicht Taiwan, muss man nachgucken. Das ist die senkrechte Kreuz. MLA 30. Kreuzantenne. MLA 30. So, da haben wir jetzt einen Chinesen, 9590. Das ist jetzt die Kreuz. Senkrechte. MLA 30. Da kommen wir auf einen Signalrauschabstand bis über 20, 25 teilweise. Mit der Kreuz 17 habe ich eben gesehen. Schwankt halt 19, ne? Also auch nicht schlecht. Mit so ein bisschen Draht. MLA 30.
Das ist übrigens dieses neue Frequenzdrehrad hier vom Andreas. Ich mache euch gern, der hat noch mehr. Hat ja auch diesen Ständer hier gebastelt. Und noch einen anderen, einen schöneren. Mit so Griffen an der Seite und so. Und der hat jetzt einen Ebay-Shop. Und da kann man das ganze Zeug kaufen. Das ist echt klasse. Muss man nur so abziehen, das alte abziehen, das neue draufstecken. Ich finde das ganz praktisch hier mit dem Ding hier. So, Kreuz. Ja, vom Andreas den Ebay-Shop mache ich euch in die unter das Video, ne? Ja, ich habe hier irgendwie eine fette Störung auf Langwelle, aber ich habe schon alles mögliche, Lichter aus, Lichter an. Ich habe hier auch keine Geräte ansonsten eingeschaltet oder Netzteile, keine Ahnung, was das ist. Und das ist jetzt lustigerweise bei allen Antennen gleich. Das ist jetzt die Kreuzantenne. Gut, ich bin jetzt hier auch im Norden, das ist jetzt nicht so verwunderlich, dass ich das gut empfange. Ich könnte auch noch den Filter, wo ist denn der Filter jetzt? Step Bandwidth ist das, ne? Kann ich natürlich schmaler machen. 1,2. Irgendwie allgegenwärtig. So, jetzt mache ich die Senkrechte. Das ist die MLA30. Vielleicht liegt es auch hier an dem Antennenschalter. Ich werde das gleich mal. Den sollte man ja sowieso für Langwelle gar nicht unbedingt nehmen. Ne? Ich mache mal die Antenne gleich direkt an das Gerät. So, ich habe jetzt diese Kreuzantenne direkt an den ATS25 gemacht, aber es ist immer noch ein Störgeräusch. Das hatte ich schon öfter mal. Ich weiß nicht, was das ist. Also wenn ich so umschalte, manchmal nicht, dann ist es ja kurz weg. Keine Ahnung, was das ist. Hier wieder raus. Naja, gut, also lustige Sache. Ich wollte das ja nochmal ausprobieren. Ich hatte halt Lust, ein bisschen was zu fummeln. Und naja, hat ja irgendwie funktioniert. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, falls ihr auch mal Lust habt oder irgendwie noch so ein Stück Draht rumliegen habt, bisschen Kabel, Lötzinn und dann kann man halt schon, so ein Holzklotz, kann man schon loslegen, ne? Alles klar, macht's gut, bleibt schön gesund und ja, Weihnachten. Ich muss auch nochmal in die Stadt, nochmal mehr Geschenke kaufen. Bis dann!